Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin, dass endlich der Herbst eingetroffen ist. Endlich wieder warme, kuschelige Pullis, Schals, Serienabende, warme Getränke, Kava, Tee, Chai Latte, Kaffee. Oh mein Gott, ich freue mich so, Leute. Und für alle Sommerfans unter euch, ihr werdet nach diesem Video wahrscheinlich den Herbst und den Winter noch lieber mögen, denn ich habe einige Argumente für euch. Wie die meisten von euch wissen, wurde der Kanal hier durch die Pille danach ins Leben gerufen. Wir klären über Liebe, Sex und Verhütung auf. Und vor allem was Verhütung betrifft, gibt es natürlich auch Verhütungspannen. Und für solche Fälle ist die Pille danach da. Die Pille danach bekommt ihr in jeder deutschen Apotheke rezeptfrei. Und die Pille danach verschiebt einfach nur euren Eisprung nach hinten, sodass eine ungewollte Schwangerschaft verhindert werden kann. Es findet somit überhaupt gar keine Befruchtung statt und du musst dir keine Sorgen um eine mögliche Schwangerschaft machen. Aber zurück jetzt zu den sinnlichen Fakten für Herbst und Winter. Fakt Nummer 1. Gewürze können eine aphrodisierende Wirkung haben. Tatsächlich können bestimmte Gewürze deine Lust ordentlich anregen. Zum Beispiel das Herbst-Wintergewürz Zimt kann die Produktion deiner Pheromone steigern. Pheromone sind die sogenannten Sexuallockstoffe. Das heißt, wenn man besonders viele Pheromone ausschüttet, wird man auch attraktiver im Geruch für andere Menschen. Auch Ingwer kann eine luststeigernde Wirkung aufweisen. Vor allem bei Männern wird das Einfühlungsvermögen gesteigert. Das heißt, sie sind empfindsamer und zärtlicher. Bei Frauen hingegen steigert Ingwer das sexuelle Verlangen. Heißt, Frauen werden dann hemmungsloser, zügelloser und wilder. Deswegen, Mädels, macht euch schnell mal einen Apfeltee mit Zimt und Ingwer, würde ich sagen. Fakt Nummer 2. Im Herbst wird es schneller innig. Im Herbst und Winter neigen wir dazu, eher gemütlichere Aktivitäten zu unternehmen, im Gegensatz zum Sommer, wo wir draußen rumtoben und irgendwas Aktives machen. Vor allem bei Dates spielt das eine große Rolle. Das heißt, wir entscheiden uns vielleicht eher ins Kino zu gehen. Da können wir uns ganz leicht aneinander kuscheln. Oder gemütlichen Kaffee trinken zu gehen oder vielleicht den anderen sogar dann zu Hause einzuladen zum Serienabend. Ihr wisst schon, was ich meine. Da kommt man sich natürlich leichter näher. Fakt Nummer 3. Der sexuelle Trieb ist tatsächlich von der Jahreszeit abhängig. Schuld sind mal wieder die Hormone. Bei Männern zum Beispiel ist der Testosteronhaushalt im Herbst an der Spitze. Also der Höhepunkt ist im Herbst. Genauso wie bei Frauen der Östrogenhaushalt sehr hoch ist im Herbst und im Winter. Das heißt, wir wollen alle kuscheln, wir wollen alle Sex. Und deswegen fallen im Herbst nicht nur die Blätter, sondern auch unsere Hüllen. Bei manchen. Fakt Nummer 4. Es entstehen mehr Beziehungen. Im Herbst entstehen tatsächlich die meisten Beziehungen. Warum ist das so? Im Sommer neigen wir eher dazu, unverbindliche Sommerflirts einzugehen. Und naja, die Tage sind länger, wir haben viel zu tun, wir treffen viele Leute, wir unternehmen viel. Und wenn die Tage dann kürzer werden, dann, ja, hätten wir, glaube ich, alle immer gerne jemanden zum Kuscheln. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann eure Beziehungen entstanden sind. Und zum Thema Ingwer, der ist nicht nur gut für die Libido, sondern angeblich hilft er auch gegen Menstruationsschmerzen. Das hat Inka zumindest getestet. Klickt also gerne mal auf das Video, wenn ihr wissen wollt, was dabei rausgekommen ist. Und hier ist der Abo-Button. Da könnt ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss, Leute.